Okay, dann gucken wir uns mal das nächste Level an. Hat denn der gute Verwalt. Ach, Verwalt hat ein Level eingesendet. Dann gucken wir uns das mal an. Eigentlich wollte ja Nico eins einsenden, aber ich weiß nicht, ob er noch da ist. Hat er erst geschrieben? Dann machen wir erstmal das vom Verwalter. Hoffentlich kein Rätsellevel. Bei Rätselleveln habe ich mittlerweile, ja, was heißt mittlerweile, eigentlich auch schon bei den letzten Streams, da habe ich eine sehr kurze Leine. Rätsel und Troll. Muss jetzt nicht so unbedingt sein. Ach so, du hast mir einfach deine ID geschickt. Dann suche ich mir das Level aus. Von dir hatte ich, glaube ich, auch schon einige gespielt, ne? Ich glaube, das hier heißt immer, dass ich das gespielt habe, wahrscheinlich, ne? Ich weiß es halt nicht mehr. Ich bin raus, was Mario Maker angeht. SMB 2.4, 15%? Jawohl. Ja, ich kann auch zwei, drei Level von dir spielen. Eines erst. Echt? Ist halt zu lange her. Ich habe Mario Maker garantiert 3 Monate nicht gestreamt. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal übertrieben. Oh, ich weiß nicht mal mehr, wie diese ganzen Items funktionieren. Oh mein Gott. War das jetzt schlecht oder ist das egal? Okay, es war schlecht. Jetzt bin ich tot wahrscheinlich. Nee, ich bin noch nicht mal tot. Aber ich komme nicht mehr weiter. Oder kriege ich hier noch einen neuen Tainuki irgendwo? Nö, kriege ich nicht. Okay. Das bedeutet, Tainuki-Anzug nicht verlieren. Also ein richtiges Mario Bros. Mal durchzuspielen, hätte ich eigentlich auch mal irgendwann mal wieder Lust drauf. Also, Betonung liegt auf irgendwann. Ich glaube, nur Super Luigi U habe ich noch nicht mal für unseren Kanal aufgenommen. Die anderen glaube ich schon. Bei New Super Mario Bros. U ist es ja ein bisschen kurios. Da existiert ja ein Let's Play auf unserem YouTube-Kanal zu. Und normalerweise kann ich mich eigentlich an jedes Let's Play erinnern. Also nicht komplett, logischerweise, aber so an Auszüge, wann das war, ob ich da gerade schlechte Laune hatte, ob privat irgendwas los war, etc. Aber bei Mario Bros. U kann ich mich wirklich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also wirklich null. Das finde ich schon echt interessant. Das heißt, das Let's Play muss entweder mega scheiße sein. Oder ich habe mich gelangweilt. Oder womöglich ist da einfach nichts passiert in meinem Leben, sodass ich mich nicht dran erinnere. Okay, hä? Ich verstehe nicht so ganz, was ich da machen muss. Ich meine, ich kann natürlich nach rechts laufen, aber. Aber natürlich sind alle Let's Plays von mir exzellent. Also, dass das nichts Gute, kein gutes Let's Play ist, das war natürlich nur hübscher. Nein, keine Ahnung, ich kann mich halt da wirklich gar nicht dran erinnern. Okay. Also, da rechts rüberkommen, das habe ich ja eben schon mal geschafft. Ich vermute, ich muss einfach durch diese laserschießenden Mecha-Koopas durch, aber. Jetzt erstmal nur eine Vermutung. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehen muss. Okay. Ach so, ja, aber woher soll man. Ja, gut, das finde ich ein bisschen. Ja. Also ist jetzt nicht mega schlimm, aber. Da wäre ein Hinweis ganz cool gewesen. Irgendwie so ein Pfeil nach oben zu der letzten Münze. Oh, ich bin so raus aus diesem Spiel. Ich krieg nicht mal mehr den einfachsten Standardboss hin. Da gab es auch den einen, der einem aus der Luft angreift und immer runterfliegt. Oh Gott. Aber da haben wir es, glaube ich, auch schon geschafft. Eieiei. Ich habe dein Level gar nicht vorgelesen. Aber ich habe es jetzt meloniert. Ja, Verwalter, ich würde sagen, ich spiele mal noch 2 weitere Level von dir und dann gucken wir mal wieder. Vielleicht kommt dann ja noch jemand rein, postet eins oder ich wechsle dann zu random oder ich weiß es nicht. So, SMBU 24 Castle of Danger. Was haben wir denn hier noch?
Kaizo Train Ground. Oh. Legend of Havalta. This level is for. Was für das Event? Bla bla bla. Ist das ein Rätsellevel? Thema Link. Escort the Doc. Was hast du denn noch so Schönes? You can't shot. If you shoot once at P, you deactivate shooting. If you hit P again, it works. Was? Das klingt interessant. Aber wahrscheinlich nur so ein Tutorial-Level oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ihr habt doch keine Ahnung. Oh, SMB2. Hä? Ach, da konnte irgendwie, glaube ich, höher springen, ne? Also das müsst ihr mir verzeihen. Was ist jetzt los? Ach, das ist, glaube ich, der Gag des Levels, ne? Was musste ich nochmal machen, um wieder springen zu können? Kannst du mir das gerade mal schreiben? Ich kann nämlich gar nichts mehr machen. Lieber Verwalter, sonst muss ich das Spiel neu starten. Ich kann gar nichts machen, also wirklich gar nichts. Mein Controller funktioniert scheinbar. Ist der schon wieder ripped, der Controller? Moment, ich deaktiviere ihn mal gerade. Das hat man nämlich auch schon mal. Also ich kann gar nichts drücken. Ich mach mal den Controller wieder an, vielleicht liegt's am Controller. Auszuschließen ist es nicht. Okay, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Spannend. Spannend, diese neue Nintendo-Konsole. Achso, die Wolken konnte ich aufnehmen? Ja, SMB2, ja, komm. Das haben die, glaube ich, auch mit einem späteren Update. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert alles. Mit einem späteren Update, glaube ich, eingeführt, ne? Le Creme, ich grüße dich. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ja, es geht mir ganz gut. Nach langer Zeit mal wieder Mario Maker. Irgendwie konnte man doch hier auch schnell laufen. Deswegen bin ich ein bisschen raus. Ich kann mich an nicht mehr so viel erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie man schnell... Irgendwie konnte man, glaube ich, schnell laufen, aber ich weiß nicht mehr, wie. Da muss man bestimmt schnell durchlaufen, aber ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Ja, nach langer Zeit mal wieder Mario Maker. Mir geht's ganz gut. Das Wochenende ein bisschen migränig unterwegs, aber... Alles okay. Und bei dir so... Schild vorhatten und Schwertangriff. Okay, jetzt bin ich Mario. Wieso kann ich nicht schießen? Was muss ich machen? Ich kann nicht schießen. Verwalter, jetzt bräuchte ich meine Hilfe. Was kann ich jetzt machen hier? Kann ich mich umbringen vielleicht? Nee. Wie aktiviere ich denn den P-Switch? Also wahrscheinlich mit so einer Feuerkanone, ne? Aber ich kann nicht schießen. Kannst du rennen? Hä? Ich verstehe nicht, was ich hier machen muss. Vor allem, ich kann jetzt nicht schießen. Entweder das Gamepad ist kaputt. Hä? Was muss ich machen? Wenn du nicht schießen kannst, dann hast du es richtig gemacht. Und was muss ich jetzt machen? Okay. Ja, aber hä? Wie komme ich denn weiter? Ich kann ja nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich drücke die Taste die ganze Zeit. Ich starte es nochmal neu, aber hä? Was ist denn dann der Sinn dieses... Oder, also ja, es soll demonstrieren, wie man das macht, aber... Ich bin verwirrt. Ihr könnt einem alten Mann nicht solche Level schicken, die verwirren einen nur. Dann verletze ich mich vor Verwirrung selbst, wie Pokémon. Jetzt funktioniert mein Controller wieder nicht.
Also ich glaube, ich wechsle mal gerade den Controller. Also der spinnt gerade rum ohne Ende. Ich kann ihn nicht mehr benutzen. Oh Mann. 8-Bit-TO Gamepad, du hast mir immer treue Dienste geleistet. Aber jetzt funktionierst du nicht mehr. Das ist der Verwalter, der hackt hier meine Nintendo Switch. Ich merke das schon. Gott, jetzt muss ich mit dem Pro-Controller spielen. Boah, das ist ja strange. Mario Maker mit einem Pro-Controller zu spielen. Ich mir noch extra das SNES-Pad geholt. Naja, ich werde mich dran gewöhnen. Hoffentlich. So, ich probiere jetzt mal den Sinn dieses Levels hier zu verstehen. Also Schild und was wollte ich dann drücken, um schnell zu laufen? Ah, okay. Hui! So, ich kann mir diese Feuerblume jetzt holen und ich kann einmal schießen. Und damit muss ich den Powerblock treffen, oder was? Okay, gucke ich mir gleich vielleicht mal an, Lekran. Ne, jetzt kann ich wieder schießen? Vielleicht war das Gamepad auch eben einfach kaputt. Muss ich den Powerblock hier treffen? Okay. Wie mache ich das denn? Spannend. Aber anders kann ich die Blume ja nicht kaputt machen, oder? Ah, Mario World. Mario Land meine ich. Geiles Spiel. Stell dich genau vor den Block, also vor dem Pi. Oh, das ist ja langweilig. Ich dachte, ich kann das irgendwie anders machen. Okay. Ja, das war jetzt ja kein normales Level so gesehen, ne? Das war ja eher so ein... Ja, keine Ahnung, Level. Ein komisches Level irgendwie, aber... Egal. Gut, ein Level von Verwalter gucken wir uns mal noch an. Hatte ich ihm ja versprochen. Was hat er denn noch so eingesendet? Das klingt gut. My first speedrun with the frog suit. Full jump only at the arrows. Have fun! Ich bin gespannt. Ja. Also, wie gesagt, für die neuen Zuschauer, wir haben heute ein paar dabei. Level auf Discord posten, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr jede Woche Mario Maker streame, im Gegensatz zu früher, kann ich leider nicht versprechen, dass jedes Level dann auch drankommt, aber ich gebe mir Mühe. Achso, da muss ich, glaube ich. Hä? Ja. Boah, das ist für mich gerade so ungewohnt, das nicht mit diesem 8-Bit-DO-Gamepad zu spielen, aber wenn es nicht funktioniert, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ach, jetzt verstehe ich das. Oh, ich bin dumm. Ich bringe mich mal um. Wenn man den Frosch hat unten in so einen Block, dann ist man scheinbar schneller. Das wusste ich gar nicht. Ja gut, dann... Ich dachte, ich muss den werfen. Aber das Level gefällt mir bisher sehr gut, muss ich sagen. Das ist natürlich das Problem. Mit dem Gesicht, dass ich nicht sehe, was da links ist, aber... Ah, da läuft man sogar über Wasser. Schau mal an, das wusste ich gar nicht. Oh, das war eventuell schlecht. Also das Level gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist bisher das Beste heute. Eine Sekunde noch. Frage ist, reicht das? Nee. Okay. Ja, ein bisschen schneller spielen halt, ne? Aber cooles Level, gefällt mir sehr gut. Also ist jetzt nicht das schwierigste Level. Aber muss es ja auch nicht. Es soll ja einfach Spaß machen. Dim, 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 dim.
Ja, also, wie gesagt, ich habe auch mal eine Zeit lang, was heißt eine Zeit lang, das ist halt auch übertrieben, aber ich habe auch schon mal ein bisschen in Kaizo reingespielt. Das macht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Aber mal, es macht auch Spaß, nicht Level zu spielen, die abartig schwer sind. Und das Level hier hat wirklich einen sehr angenehmen Schwierigkeitsgrad, auch wenn ich es jetzt noch nicht mal geschafft habe. Ah, ich werde es wieder nicht schaffen. Okay, die Frage ist, wo kann ich Zeit gut machen? Also, ja. Im Prinzip wahrscheinlich so ungefähr 2 Sekunden, wenn ich das wirklich optimal spiele. Die kann ich, glaube ich, rausholen. Da bei dem Maulwurf weiß ich auch nicht so ganz, ob ich da nach oben springen muss am Anfang oder ob das vollkommen egal ist. Ja gut, hier habe ich eine Sekunde eben verloren. Die zweite Sekunde, glaube ich, weil ich nicht so schnell die Richtung gewechselt habe. Nach dem Pfeil hier. Also hier. Aber das sind so Sachen. Also man denkt ja immer, man kennt alles bei Mario Maker, hatte ich auch eben gesagt. Aber dass man, wenn man den Paublock hat, als Frosch über Wasser laufen kann, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Vielleicht habe ich das auch schon mal gemacht irgendwann, aber ja, keine Ahnung. 3 Monate nicht mehr Mario Maker gespielt. Da vergisst man sowas schon mal. Ja, das war aber ganz cool. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. So. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal gerade ein Random Level und dann gucken wir mal, ob wir höchstwahrscheinlich das Level von Lekran. Das wird sich auch mal Random Level einbauen. Bom, 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 bom. Was haben wir hier denn? Piranha's Life. Das hatten wir eben, glaube ich. Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Das ist zu leicht. Das sieht scheiße aus. Okay, wir haben noch nie ein Level von einem Russen gespielt. Das ist jetzt das Debüt. The Poisonous Sea of Yoshi. 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 Ich bin verwirrt. Darf ich mir... Achso, das geht nicht weiter nach oben. Ah, na super, hätte ich das eher gewusst. Frage ist, bis wo geht das nach oben? Ist es schlau, hier einfach random irgendwo hinzuspringen? Also die Level-Idee ist jetzt gut, die ist jetzt allerdings... Ah, scheiße. Okay, ja, die Idee des Levels grundsätzlich. Okay, aber irgendwie... Ich meine, es gibt hier ja auch keine Gegner, oder? Da habe ich jetzt irgendwie Gegner übersehen. Ist Yoshi jetzt tot? Es tut mir leid, Yoshi. Das kann man auch ohne Yoshi schaffen. Okay, es gibt sogar Gegner. Also das geht schon relativ schnell hoch. Jetzt ist die Frage, spielt man das riskant? So, dass es Spaß macht, oder? Oh Gott, hier brauche ich Yoshi, glaube ich. Yoshi konnte leider nicht schwimmen. Ja, ich glaube, Yoshi, also der mag zwar grundsätzlich Limonade, aber nicht so eine Limonade. Und danke für den Follow. Lecrane, Licran. Wie soll ich dich aussprechen? Erzähl mal. Wahrscheinlich Licrane. Licran hört sich so französisch an. Oh Gott. Yoshi wurde zerfetzt. Ja, zerfetzt nicht. Er wurde einfach. Muss ich das so machen? Es tut mir leid, Yoshi, ich liebe dich. Ich warte lieber noch eine Runde. Aber bestimmt hätte ich Yoshi behalten müssen. Ja, ich liebe Yoshi. Wir führen eine innige Beziehung.
Na gut, das hat man jetzt nicht unbedingt gesehen, weil ich ihn in giftige Lava-Limonade geschmissen habe, aber... Ach du Scheiße. Okay, doch nicht, ach du Scheiße. Ich dachte, ich muss da jetzt hochspringen. Ja. Also für einen Random-Level war das durchaus zu gebrauchen, würde ich einfach mal sagen, oder? Also es war jetzt nicht mega geil, aber... Wir haben schon Schlimmeres gesehen.